Die Mondreise. Was für ein Wetterchen, freut sich Carla Kolumna und schießt mit Klick, Klick, Klick ein lustiges Sommerfoto nach dem anderen. Sie fotografiert Peter Pinguin, der heute lieber Eis isst, statt darauf herumzuschlittern. Sie fotografiert die Bären, die im Schatten alle Viere von sich strecken. Natürlich fotografiert sie auch Benjamin, der mit beiden Füßen im Planschbecken steht und sich mit kühlem Wasser bespritzt. Sehr schön, Herr Blümchen, bedankt sich Carla. Und jetzt hätte ich noch ein paar Fragen. Was denn für Fragen, will Benjamin wissen. Natürlich Fragen, die die Leser der Neustädter Zeitung brennend interessieren. Zum Beispiel, was trinkt ein Elefant im Sommer? Wasser mit Eisstückchen, antwortet Benjamin. Und was isst ein Elefant im Sommer? Käse mit Eisstückchen, sagt er. Carla schreibt eifrig mit. Dann stellt sie eine letzte Frage. Wohin verreisen Sie diesen Sommer, Herr Blümchen? Auf den Mond, behauptet Benjamin. Lacht Carla. Das geht doch nicht. Dafür bräuchten Sie ja eine Rakete. Aber Benjamin braucht keine Rakete. Der Mond ist zurzeit ganz nah, Frau Kolumna, lässt er Carla wissen. Dann will ich aber unbedingt ein Foto von dem Mann im Mond haben, witzelt die Reporterin und verabschiedet sich. Kurz darauf ruft Benjamin seinen Freund Otto an. Otto, du musst sofort herkommen, wir reisen auf den Mond, sagt er. Otto kommt sofort. Er macht sich ein bisschen Sorgen um Benjamin. Hat sein Freund womöglich einen Hitzeschock erlitten? Aber nein, Benjamin meint es vollkommen ernst. Er will tatsächlich noch heute zum Mond aufbrechen. Der Mond ist doch viel zu weit weg, sagt Otto. Doch Benjamin schüttelt den Kopf. Der Mond ist seit gestern hinter dem Hügel dort, behauptet er und deutet zu einem Hügel am Horizont. Das glaube ich nicht, meint Otto. Da holt Benjamin seinen Koffer vom Schrank und sagt zu seinem Freund, ob du es glaubst oder nicht, du wirst es bald mit eigenen Augen sehen. Wirklich? Otto ist plötzlich sehr neugierig. Benjamin packt Wasser zum Trinken und Käse zum Essen in den Koffer. Außerdem einen Fotoapparat und ein Schlauchboot, falls es auf dem Mond einen See gibt. Dann kann die Reise losgehen. Aber was ist nur mit Otto los? Zögerlich bleibt er im Türrahmen stehen. Willst du doch nicht mit? Fragt Benjamin. Natürlich will Otto mit. Er will unbedingt den Mond sehen. Aber er hat auch ein bisschen Angst. Vielleicht ist es dort ganz dunkel und wir verirren uns, meint Otto. Da packt Benjamin noch eine Laterne und Streichhölzer in den Koffer. Danke, sagt Otto beruhigt. Pfeifend marschieren Benjamin und Otto aus dem Zoo hinaus. Vor dem Eingang treffen sie Herrn Tierlieb. Na, ihr beiden, wohin wollt ihr denn bei dieser Hitze? Fragt er. Wir reisen auf den Mond, sagt Benjamin. Viel Spaß, wünscht Herr Tierlieb und geht zu seinem Haus. Erst dann begreift er, was Benjamin gesagt hat. Auf den Mond? Hat Benjamin gesagt, er will auf den Mond reisen? Herr Tierlieb rauft sich die Haare. Aber Benjamin, das geht doch nicht, ruft er ihm hinterher. Doch Benjamin und Otto hören nichts mehr. Sie laufen eine lange Straße entlang und dann an Feldern voller Weizen und Schlüsselblumen vorbei. »Ich kann nicht mehr«, sagt Otto erschöpft und setzt sich auf einen großen Stein. Da entdeckt Benjamin ein Bushalteschild. »Wir fahren das letzte Stück mit dem Bus«, beschließt er. Als der Bus hält, steigen Benjamin und Otto ein. »Bitte zweimal zum Mond«, sagt Benjamin. Macht 1,80, sagt der Busfahrer. An der Endstation steigen Benjamin und Otto aus. Der Hügel liegt direkt vor ihrer Nase. Jetzt sind wir gleich beim Mond, freut sich Benjamin.
Zusammen mit Otto läuft er im Eilschritt die Anhöhe hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Doch was ist das? Vor lauter Bäumen können die beiden den Mond gar nicht sehen. »Hier ist ja ein richtiger Wald«, ruft Benjamin. Tatsächlich, überall stehen Kiefern, Eichen und Tannen herum. Und jetzt auch noch Benjamin und Otto samt Koffer. »Sicher hat sich der Mond irgendwo zwischen den Bäumen versteckt«, meint Benjamin und läuft krachend durchs Geäst. Doch statt des Mondes entdeckt er nur ein Vogelnest und eine alte Frisbeescheibe. Otto findet auch nichts. Er schreckt ein Eichhörnchen auf und stochert vergeblich mit einem Ast in einem Waldsee herum. »Vielleicht habe ich mich doch getäuscht«, meint Benjamin und lässt traurig seinen Kopf hängen. »Aber nein«, ruft Otto und hat plötzlich eine Idee. »Wir müssen warten, bis es Abend wird.« »Stimmt«, sagt Benjamin, »dann leuchtet der Mond und wir können ihn sehen.« Benjamin bläst das Schlauchboot mit seinem Rüssel auf und setzt sich mit Otto hinein. Als die Sonne untergegangen ist, wird es sehr unheimlich im Wald. Im Abendlicht sehen die Bäume wie exotische Tiere aus und merkwürdige Geräusche erklingen. Tönt es von einer Tanne. »War das eine Eule?« »Oder ein Gespenst?«, fragt Otto ängstlich und drückt sich eng an seinen starken Freund. Benjamin holt die Laterne aus dem Koffer und zündet sie an. Im Licht ist kein einziges Gespenst zu sehen. Da fürchtet sich Otto schon viel weniger. Kurz darauf wird es noch heller. »Da ist ja der Mond«, ruft Otto und zeigt auf die große leuchtende Kugel am Himmel. »Aber er ist viel weiter weg, als wir dachten. Wie schade.« Doch Benjamin lacht nur und deutet auf die leuchtende Kugel, die im Waldsee zu sehen ist. »Da ist doch der Mond«, erklärt er seinem Freund. Otto staunt. »Wo kommt der denn her?« »Er hat sich im See versteckt«, sagt Benjamin und macht sich bereit zur Mondlandung. Zusammen mit Otto schiebt er das Schlauchboot ins Wasser und paddelt auf den leuchtenden Mond im See zu. Je näher die beiden kommen, desto lauter klopft ihr Herz. Wie wird es auf dem Mond wohl aussehen? Zauberhaft! Auf dem Mond sieht es einfach zauberhaft aus. Das Wasser glitzert und glänzt und das Mondlicht lässt Benjamin und Otto hell erstrahlen. »Törö, wir sind auf dem Mond gelandet«, freut sich Benjamin. »Das ist die schönste Reise, die ich je gemacht habe«, ruft Otto begeistert. Dann holen sie Käse, Brot und Wasser aus dem Koffer und machen ein Picknick. Ein zauberhaftes Mondpicknick. Sanft schaukelt das Schlauchboot auf dem Mond. »Was für eine Ruhe«, schwärmt Benjamin. »Wir sind wahrscheinlich die einzigen Lebewesen hier«, überlegt Otto. Doch in dem Moment macht es blopp. Na sowas. Otto beugt sich über den Rand des Bootes und traut seinen Augen nicht. »Da ist ja ein Karpfen«, ruft er. »Ein echter Mondfisch«, freut sich Benjamin. Sofort holt er die Kamera aus dem Koffer und fotografiert den Fisch. Am nächsten Morgen nehmen Benjamin und Otto den Bus zurück zum Zoo. »Da seid ihr ja«, begrüßt sie Herr Tierlieb aufgeregt. Er hat sich bereits Sorgen gemacht. Auch Carla Kolumna ist heute schon früh in den Zoo gekommen, um nach Benjamin und Otto zu suchen. »Wir waren doch auf dem Mond«, sagt Benjamin. Herr Tierlieb schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. »Was ist das denn für ein Unsinn?« Auch Carla will nicht glauben, dass die beiden auf dem Mond waren. Da holt Benjamin das Foto von dem Karpfen heraus. »Der Mann im Mond war nicht da«, sagt Benjamin zu der Reporterin, »aber wir haben den Fisch im Mond gesehen.« Für einen Moment bleibt Carla der Mund offen stehen. »Sensationell«, ruft sie dann
und fährt sofort in die Redaktion, um das Bild dieses seltenen Fisches zu veröffentlichen. »Wart ihr wirklich auf dem Mond?«, fragt Herr Tierlieb erstaunt. Doch als Antwort bekommt er nur ein Schnarchen, denn Benjamin und Otto sind bereits eingeschlafen. Kein Wunder, so eine Mondreise ist zwar wunderschön, aber eben auch sehr ermüdend.